Yo, ich bin Mr. Mike. Heute mal wieder mit einem weiteren 2 gegen 2. Heute spiele ich zusammen mit Danzel gegen Hirs und Konsti. Konsti und Hirs kennt ihr bereits schon aus letzten Videos, würde ich sagen, außer ihr habt sie verpasst, dann ist es eure Schuld. Danzel kennt ihr noch nicht. Wir zocken immer am Donnerstagabend in der Halle, da haben wir eine Halle zur Verfügung, da kann man just for fun zocken. Eine sehr coole Sache, vor allem im Winter. Und ja, jetzt am Ende, wir haben vorher schon 1,5 Stunden gezockt, 5 gegen 5, hinten aufs kleine Feld, ordentlich gepumpt. Und das Krasse ist, Donnerstag, wenn wir zocken, die Jungs machen wirklich niemals Pause. Wir zocken ohne Scheiß 1,5 Stunden jedes Mal durch. Es wird vielleicht ein einziges Mal kurz getrunken, so, aber ansonsten wird da echt Vollgas gegeben. Das ist echt eine coole Sache. Also, das ist jetzt hier die Entschuldigung dafür, dass wir jetzt hier schon ein bisschen fertig sind. Aber es geht eigentlich, es geht schlimmer auch noch, daher alles gut. Wir haben jetzt hier für das letzte Spiel, das wir ein bisschen filmen, 2 gegen 2, den großen Korb jetzt hier extra nochmal runtergefahren, weil hinten an der Seite kommt es ein bisschen blöd, wie ich finde. Gezockt haben wir dann mit meinem TF1000, der ziemlich abgenutzt ist, und du merkst doch vom Handling und vom Feeling her, der kommt in der Halle nicht mehr so geil, wenn er abgenutzt ist vom Asphalt. Wisst ihr, was ich meine? Also da kann ich den TF1000 dann nicht mehr so empfehlen. Vorher haben wir die 1,5 Stunden mit dem TF1000 eigentlich ganz neu gespielt. Ein absolut neuer TF1000. Und das ist einfach, ach, ein so schönes Gefühl. Ein richtig geiles Zocken. Ja, und dass wir dann mit diesem abgenutzten Ball gespielt haben jetzt hier am Ende, hat sich wirklich auch an der Trefferquote stark, extrem stark bemerkbar gemacht. Ob ihr mir diese Ausrede, in Anführungszeichen, jetzt glaubt oder nicht, es ist wirklich so. Ganz komisch, ich kann es euch nicht erklären. Auch der Hauptkorb hier, auf den wir jetzt gerade zocken, ist ein gewaltiger Unterschied zu denen hinten links und rechts. Das ist unglaublich, der Ring alleine schon. Mir kommt es auch so vor, als wäre der Ring hier bei diesem großen Korb einen Zentimeter nach oben gebeugt. Also es ist wirklich, hey, du musst das selber machen. Du musst das wirklich selber machen, weil sonst denkst du, Mike, was laberst du für eine Scheiße? Aber es ist wirklich so. Das ist, ich weiß nicht, kennt jemand diesen Effekt? Ein unglaublich krasser Effekt, wenn du jetzt irgendwie 1,5, 2 Stunden auf einen Korb spielst und auf einmal gehst du auf einen anderen, der wirklich anders ist. Vom Ring her, vom Brett her, von der Federung, ein bisschen schief, gerade, unglaublich. Also, wenn du einfach schön eingespielt bist und auf einmal, ja, den Korb wechseln musst, ist jetzt keine Ausrede, es ist wirklich eine krasse Umstellung auf einmal. Vor allem, wenn du halt wirklich über eine Stunde die ganze Zeit dich auf einen Korb warm wirfst. Das ist ein krasser Effekt. Vielleicht kennen ihn einige. Wer ihn kennt, gerne Feedback geben. Wer ihn nicht kennt und denkt, ich rede hier nur Scheiße, auch gerne Feedback geben. Freue ich mich auch drüber. Ja, ansonsten genießt das Spiel, würde ich sagen. Das ist jetzt unser zweites Spiel. Das erste Spiel wollte ich wirklich absolut niemandem zumuten, weil das ist, ja, diese absolut schlechte Trefferquote. Also unglaublich, unglaublich. Das möchte ich mir nicht nochmal anschauen und kein anderer auch. Es gab dann noch ein Spiel, aber leider hat sich Danzel böse verletzt am Knie. Er hatte schon über die Jahre hinweg Knieprobleme, musste daher auch so gesagt wirklich seine Karriere beenden. Er hat mal gut durchgestartet früher, war glaube ich beim FC Bayern, was er mir erzählt hat, also in der Jugendmannschaft, aber dann halt wirklich durch einen krass schnellen Wachstumsschub Probleme bekommen an den Knien und musste wirklich, ja, aufhören, weil ich solche Schmerzen hatte. Hat sich nicht verletzt, nichts damals. Er ist einfach nur krass schnell gewachsen. Also auch krass. Das ist so ein Ding, wie ich auch immer wieder gerne sage in Videos. Ja, du kannst die Natur, wenn du was an den Genen hast oder so, einfach nicht aufhalten, da kannst du nichts machen. Was willst du machen, wenn du zu schnell wächst, du kriegst Probleme an den Knie, willst dich operieren lassen in jungen Jahren mit 14, 16 Jahren? Das ist, nee, da hast du einfach ausgeschissen. Traurig, traurig, traurig. Ja, und im letzten Spiel dann auch, keine Ahnung, falschen Schritt gemacht, ich weiß nicht genau, Kniescheibe ist rausgesprungen, ich hoffe, es ist jetzt nichts allzu krass Ernstes, aber ja, musste ins Krankenhaus. Und ich weiß nicht, er wird bestimmt 1, 2 Monate total aussetzen, mit gar nichts mehr machen können. Das ist wirklich krass. So schnell kann es wieder gehen. Es ist auch wieder dieser Effekt, wie ich immer wieder sage. Echt, seid froh, dass ihr gesund seid, unverletzt und spielen könnt. Also, naja. Danzel, alles Gute, falls du das Video siehst. Mittlerweile hat er mich auch abonniert. Vorher kannte er mich gar nicht, hat meine Videos nicht gesehen. Ja, also vielleicht noch Feedback dafür geben. Grüße gehen raus. Peace. Und genießt einfach das Spiel. Ja, nur.
Ja, und zum Ende von dem Video möchte ich jetzt noch hier ein bisschen Werbung machen, weil ich habe hier ein echt nettes, geiles, kleines Spielzeug gefunden, wie ihr seht. Und zwar diesen schwebenden Magnetständer, würde ich jetzt mal sagen. Und ihr seht es schon, der Schuh schwebt in der Luft durch so ein kleines Magnetfeld. Unten ist ein Magnet drunter und der Schuh schwebt einfach vor sich hin. Coole Lichteffekte, das sieht sehr stylisch aus, wie ich finde. Es schwebt einfach, es schwebt vor sich hin. Unten in der Videobeschreibung ist der Link zu dem Ganzen. Echt ein geiles Teil. Ich habe speziell das gekauft, weil das halt eine Tragkraft von 500 Gramm hat. So ein Schuh wiegt ja doch einiges. Ne? Die anderen haben so 250 Gramm. Deshalb habe ich mich für den entschieden. Bin echt begeistert. Macht was her. Cooles, stylisches Teil. Und ja, checkt es einfach mal aus. Wie gesagt, unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu. Kann ich echt nur empfehlen. Geiles Ding. Bei Magnetfeldern denke ich natürlich persönlich immer an Kopfweh. Packt es am besten beim Schlafen nicht unter das Kopfkissen, weil ich glaube, am nächsten Tag wird euch der Schädel ordentlich dröhnen. Daher nur weiter weg empfehlen, irgendwo hinstellen und dann halt so ein bisschen genießen. Aber so, ey, es ist geil. Ich finde das echt geil. Hä? Wenn ihr sonst irgendwas zum Draufstehen habt, ich weiß ja nicht. Da sind dann grenzenlose Möglichkeiten gestellt, was halt nicht mehr als 500 Gramm wiegt. Ne? Weiß ich nicht. Ein kleines Kind wird schon zu schwer sein. Aber so, geiles Teil. Ja, Feedback geben, eure Meinung. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum Mal. Böö.